Jetzt knallt es im Herzen von Europa. Die Corona-Proteste haben die belgische Hauptstadt Brüssel erreicht. Es fliegen Rauchbomben, Flaschen und Feuerwerkskörper. Laut Polizeiangaben sind am Sonntag 35.000 Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die verschärften Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Die Teilnehmer kritisieren zum Beispiel die Impfpasspflicht, die an vielen Orten der Stadt gilt. Unter den Demonstranten sind aber auch mindestens 1.000 Gewalttäter. Laut der Nachrichtenagentur AP sind sowohl rechtsextreme Symbole, aber auch Regenbogenflaggen zu sehen. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Beamten reagieren mit Wasserwerfern und Tränengas auf die Angriffe. In den vergangenen Tagen gab es in vielen europäischen Ländern Demonstrationen, da eine Regierung nach der anderen die Corona-Maßnahmen verschärft. Die niederländische Polizei nahm bei Unruhen in Den Haag und anderen niederländischen Städten am Samstag mehr als 30 Personen fest.